Hi Leute, heute wollte ich euch mal über meine Ausbildung erzählen als Fachberater für holistische Gesundheit und ob ich das empfehlen kann, weil ich das oft gefragt wurde. Genau. Und zwar wollte ich heute eben über die Ausbildung reden, die ich gemacht habe als Fachberater für holistische Gesundheit. Holistisch heißt ganzheitlich, falls jemand den Begriff nicht kennt. Und damit ist man eben ja, Fachberater für ja, Ernährungs-, Gesundheitsberater, beratende Tätigkeit. Genau, das ist so. Ja, Fachberater für holistische Gesundheit haben die sich eben zertifiziert von der Akademie für Naturheilkunde, war es, glaube ich, genau. Und da habe ich ja 2016 im März habe ich die Prüfung geschrieben. Genau. Und ich wollte heute einfach nur mal ein Video drüber machen, weil ich immer wieder gefragt werde, so, ob ich das empfehlen kann, ob das sinnvoll ist, ob das gut ist, ob man da was lernt und so weiter. Und deswegen ja, wollte ich heute mal erzählen, wann ich die eben gemacht habe. Ja, gerade schon, also März 2016 ist das eben gewesen. Und ob ich es eben empfehlen kann, wollte ich erzählen und was der Inhalt so ist. Also, inhaltlich folgendes: Es sind 6 Module und die Module haben immer ja, 200-300 Seiten. Man kann entscheiden, ob man sich die Module ja, per Post zuschicken lässt. Dann kostet das Ganze ein bisschen mehr gedruckt oder ob man sie online einfach lernt und sich da einloggen kann und die dann online immer lernen kann. Genau. Und das sind eben die Möglichkeiten. Und in den 6 Modulen, wie gesagt, eins hat immer so um die 200-300 Seiten. Und das erste Modul war dann, glaube ich, ja, so diese Basics, der Körperaufbau, wie ist die Zelle aufgebaut, die Organe und dann halt langsam hochgearbeitet von Zelle bis zum ganzen Organismus. Und was da eben so alles reinspielt, das fand ich eben sehr gut. Also es ist einmal ganz normal erklärt, die ganzen Kreisläufe im Körper, Blutkreislauf, Atmung und so weiter, Herz, Herz-Lunge eben und die ganzen Dinge erklärt, dann die einzelnen Organe ist drauf eingegangen. Und was ich halt sehr schön finde bei der Ausbildung, dass es auch Psychosomatik immer mit einbegriffen ist, also wenn es um ein Organ geht, dann ist immer die Psyche mit erwähnt, also Lunge zum Beispiel, dass es ein Freiheitsthema ist, Nierenpartnerschaft, ja, und so weiter. Dass da eben da auch mit drauf eingegangen wird, auf die psychischen Aspekte. Und genauso kann ich es auch für alle empfehlen, die so in Richtung vegan gehen eben. Ich habe damals mit dieser Ausbildung angefangen, als ich noch an so Nährstofftheorien und sowas geglaubt habe. Und das ist eben so der Punkt, es kommt auch noch eine Unit so, also die Module sind dann in verschiedene Units eingeteilt, meistens so um die 8 oder sowas. Und ein, zwei Units gab es dann auch mit, ja, Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen und also Sachen, mit denen ich nicht mehr wirklich was anfangen konnte, die mir dann schwer gefallen sind zu lernen. So der Rest, das meiste, das habe ich eh alles schon gehört. Und ich habe mir das im Prinzip einmal durchgelesen alles und die Prüfung geschrieben. Also das meiste habe ich mir sowieso eh so angeeignet. Im Prinzip habe ich diese Prüfung gemacht. Die Leute stehen halt auf so Titel und dann macht man sowas halt mal. Genau. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Ich brauche den Käse nicht. Das mache ich, weil die Leute auf so Zertifikate stehen und da viele noch abhängig sind und Glaubenssätze haben. Ich hatte die früher auch und habe da eher auf Leute gehört, wenn da irgendwie ein Titel dahinter stand. Genau. Deswegen habe ich die Prüfung dann auch noch zu Ende gemacht. Genau. Und ja, aber an sich, wie gesagt, so außer diese ganzen Nährstofftheorien und des Zeugs, fand ich sehr sinnvoll, weil viel auf die Psyche eingegangen wird. Vegan kommt, ist auch ja, viel mit drin erwähnt. Auf Rohkost wird eingegangen, dass die Lebendigkeit eben einfach gut und wichtig ist. Superfoods wird eingegangen, es wird auf Milchallergien und ja, tierische Produkte eingegangen, wie schädlich das eigentlich ist. Genau, und
Dementsprechend kann ich es so auch empfehlen und ja, halte ich für sinnvoll. Vor allem, das ist ja auch nur ein kleiner Teil davon, jetzt was so Nährstoffe und sowas angeht. Dann wird auch auf die einzelnen Krankheiten jeweils von der Psyche eingegangen, auf die einzelnen Organe. Und ja, der Körperaufbau, da ändert sich ja nichts. Das ist halt einfach so, wie der Körper aufgebaut ist. Auch das lernt man da alles kennen. Wie sind die einzelnen Organe aufgebaut? Wie ist die Lunge aufgebaut? Was auch immer. Der ganze Körperaufbau von Zelle eben bis zu dem Menschen hoch. Genau. Und ja. Aber das ist so im Großen und Ganzen. Und deswegen, ja, ich kann das schon weiterempfehlen für Leute, die da in die vegane Ernährung gerade so eingestiegen sind und ja, auch für Leute, die schon Rohkost machen. Ist schon interessant, was da drin steht. Die Module, finde ich, sind auch schön gestaltet, sind schön, ja, schön formuliert, schön veranschaulicht und die wichtigen Dinge, die sind dann auch wirklich wiederholt, so damit man die sich auch schon im Prinzip, wenn man es einmal wirklich richtig durchliest mit Aufmerksamkeit, auch wirklich durchschaut, so was ist die Essenz daraus und das Wichtige bleibt dann wirklich hängen, weil das auch in verschiedenster Form immer wieder abgefragt wird. Am Ende sind immer ja, Testfragen, wo man sich ja, testen kann, zu jeder Unit, zu jedem Modul. Und genau, dann wird auch nochmal auf beratende Tätigkeit so eingegangen, wie man da herangeht, wenn man jemanden berät, dass man nicht zu viel auf einmal macht, dass man die Leute halt nicht überfordert und so weiter. Also, das ist einfach, ja, ist ganz nett gemacht, ganz schön gemacht. Genau. Das war das Jahr, die Prüfung, die habe ich damals online gemacht. In Malaysia. Ganz lustige Zeit gewesen. Genau. Ja. Aber das war's so dazu von mir. Genau, ich hoffe, das kann den einen oder anderen weiterhelfen. Genau. Und wenn jemand das nächste Mal mich fragt, dann verlinke ich einfach das Video. Genau. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, es hat weitergeholfen. Macht's gut, Leute. Ciao.